Habe ich letztens bei Dirk im Profil gesehen, war ein Spruch, die Leute verschieben alles auf morgen. Morgen muss ja großartig werden oder später muss ja großartig werden. Und genau das ist ja nicht der Fall. Das ist das Problem, dass die Leute diesen Freibier-Mechanismus nicht verstehen. Es gibt ja so manche Spaßkneipen, die dann irgendwie auf ihre Tafel drauf schreiben, morgen gibt es Freibier. Aber dadurch, dass jeden Tag das immer da dran steht, gibt es ja nie heute Freibier, sondern immer erst morgen. Und das ist ja eine Sache, ein Trugschluss, den viele eben haben, wenn es darum geht, Dinge auf morgen zu verschieben. Das klingt immer ganz gut, weil man sagt, ja, heute so ein bisschen Energie schonen und heute ein bisschen mehr das Leben genießen und morgen dann arbeiten. Aber das ist ja nicht der Fall, weil morgen ja auch ganz viel anliegt und auch viele unvorhergesehene Dinge eintreten und man dann eben ja doch keine Zeit hat, sich um die Dinge von gestern zu kümmern. Und die Liste mit den To-Dos wächst immer weiter an. Dadurch entsteht wieder eine immense Frustration, wenn man so eine Liste von Dingen vor sich herschiebt, die man noch machen müsste. Deswegen bin ich immer so ein Fan von Sachen, mach deine Sachen und sehe zu, dass du abends, wenn du mit deinem Werk fertig bist, noch eine klitzekleine Sache mehr machst von deiner Liste und dann hast du eben weniger für morgen auf der Liste stehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn es um große Sachen geht, von wegen eines Tages werde ich mir mal gönnen und dies machen und mein Unternehmen gründen oder bla bla bla, das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig. Viele warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und werden dann nie irgendwie was auf die Reihe kriegen. Und vor allen Dingen dauert der Prozess viel, viel länger, als du denkst. Das ist immer eins der ganz, ganz großen Erkenntnisse, dass die Leute glauben, ja, ich mache morgen mal eben und dann bin ich nächste Woche fertig. Das ist nicht der Fall oftmals. Gerade bei größeren Sachen, sie dauern so viel länger. Sprich mit Leuten, lies Biografien, lass dir das bestätigen, dass alles, was bedeutsam ist, immer viel, viel länger dauert, als man denkt. Dein Hausbau, deine Unternehmensgründung, dein alles. Es dauert alles das Doppelte, bis dreimal, bis viermal so lange, wie du dir das vorstellst. A, weil einfach du kannst nicht alle Unwägbarkeiten vorausplanen und B, andere Leute sind langsam, mit denen du zusammenarbeiten musst. Und das ist eben ein Faktor, den kannst du auch sehr schlecht berechnen. Ja, also wenn du momentan zum Beispiel irgendwas bauen willst, na viel Glück, weil das deutsche Handwerk ist vollkommen überlastet. Und es fehlen auch noch Mitarbeiter, ne? Und 65.000 Ausbildungsstellen fehlen auch noch, wo keiner sagt, ich will gar kein Handwerker werden, ne? Also es ist wirklich sehr anstrengend momentan. Und deswegen, du musst jetzt anfangen. Du musst jetzt die Sachen in Bewegung setzen. Wenn es nur eine kleine E-Mail ist, wenn es ein kleines Telefonat ist, wenn es irgendwas ist, ein Text, den du da vorbereiten kannst, egal. Aber man muss da ins Handeln kommen und jeden Tag einen klitzekleinen Schritt weiter vorausgehen, ne? Anders funktioniert das gar nicht. Alles auf morgen zu verschieben und glauben, morgen mache ich das alles fertig, funktioniert nicht.